Endlich kommt schon das Schaf am 19. März ins Kino. Ihr fragt euch sicher, was das mit mir zu tun hat, da ich ja nur häkle und stricke. Aber genau das ist der Grund, warum die Online-PR-Agentur mir erlaubt hat, das Originalschaf nachzuhäkeln und als Video auf YouTube einzustellen, damit jeder die Möglichkeit hat, das Schaf nachzuhäkeln. Ich habe Wolle genommen. Füllwatte, eine Häkelnadel und Wackelaugen. Und mit Schere und Stopfnadel war ich dann ausgerüstet für mein Häkelschaf. Und was dabei rausgekommen ist, könnt ihr hier sehen. Darf ich vorstellen? Schon das Schaf bleibt alleine sitzen und eignet sich hervorragend als Spielkamerad und als Schmusetier. Wer meine Videos und Handarbeitsbücher kennt, weiß, dass ich kein Freund von komplizierten Anleitungen bin. Deshalb habe ich auch bei Sean darauf geachtet, dass alles recht einfach zum Nachhäkeln ist. Einfach nur viermal die immer gleichen Hufen mit Bein, einmal das Stummelschwänzchen, dann den Kopf, hier werden die Ohren und der Haarschopf gleich mit angehäkelt und zum Schluss noch der Bauch. Und auch das ungeliebte Fadenvernähen kann man sich fast komplett sparen, denn all die Fäden kann man später zum Zusammennähen von Shaw und zum Abnähen der Hufen verwenden. Die Playlist zu den Videos ist hier unter dem Video verlinkt und auch am Ende des Videos könnt ihr mit einem Mausklick zum Häkelschaf gelangen. Eine schriftliche Kaufanleitung gibt es bei Makerist, auch hier findet ihr den Link unter dem Video. Und weil ich mich so über diese Erlaubnis gefreut habe, starte ich zwei Wettbewerbe. Genau dieses Original-Häkelschaf befindet sich beim ersten Wettbewerb in der Lostrommel und beim zweiten Wettbewerb kann man dreimal diese Box mit je zwei Kinogutscheinen gewinnen und dreimal so ein Materialpaket, mit dem du alles, was du für das gehäkelte Schonmodell benötigst, bekommst. Was du dafür tun musst, findest du ebenfalls wieder unter dem Video. Nun wünsche ich euch noch viel Spaß beim Anschauen des Trailers. Am Ende findet ihr dann ebenfalls noch einen Link, der zu all den Informationen führt. Und dann hoffentlich bis bald, eure Veronika. Schon das Schaf und seine Herde wissen ganz genau, wie man richtig Spaß hat. Aber manchmal geraten die Dinge etwas außer Kontrolle. Die Familie wieder zusammenzutreiben erfordert ein dickes Fell und jede Menge Teamgeist. Um nicht in Schwierigkeiten zu geraten, müssen sie schnell kombinieren immer scharf aussehen. Und stets einen kühlen Kopf bewahren. Denn wer aus der Reihe tanzt, wird schnell geschnappt und wieder eingesperrt.
Die Macher von Wallace & Gromit und Chicken Run nehmen euch mit auf eine große Reise in die große Stadt. Shaun das Schaf, der Film. März 2015 im Kino.